In diesem Video werde ich euch alle Geheimnisse um die Season 9 zeigen und unter anderem John Wicks neues Anwesen sowie der geheime Waffenkeller. Zudem Skill ist am Start und mit der Season 9 gibt es wirklich einen Haufen neuer Sachen, die mit im Spiel reingekommen sind. Unter anderem auch diese brandneuen Versorgungsinseln, die überall verteilt auf der Karte zu finden sind. Und meiner Meinung nach ist das wirklich ein richtig, richtig geiler Landing-Spot. Nämlich, oh, der musste aber ganz schnell los. Der hat es eilig gehabt. Ich glaube, den werden wir nicht so schnell wiedersehen. Hier habt ihr nämlich die Möglichkeit, in wirklich sehr kurzer Zeit euch mit Waffen auszurüsten. Und dann könnt ihr nämlich den Antrieb, diese Windkanäle, die diese Insel nach oben halten, schnell benutzen, um in eine größere Stadt zu fliegen und dementsprechend die High Kill Run zu starten. Ist meiner Meinung nach wirklich für ein Start der Runde. Ich verstehe den Typ nicht, Bruder. Ein sehr cooler Ort, meiner Meinung nach. Und er hat uns hier sogar noch Mini-Tränke mit dabei gebracht, Freunde. Was wird es heute in diesem Video geben? Nämlich, ich werde euch heute die versteckten Orte der Season 9 zeigen. Nämlich, mit der Season 9 gab es ja sehr, sehr viele offensichtliche Erneuerungen, die mit ins Spiel reingekommen sind. Aber es gab auch einige Sachen, die wirklich äußerst versteckt sind. Und die werde ich euch heute in diesem Video zeigen, Leute. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ihr wisst ja, aktuell läuft ja immer noch die Gewinnwoche. Und zwar, wenn ihr im Itemshop mich als Support-A-Creator eintragt, Standard-Skill OL, habt ihr nämlich die Möglichkeit, einen kostenlosen Season 9 Battle Pass zu bekommen. Das Problem ist, das Problem ist einfach, es hieß anfangs sogar offiziell von einem Fortnite-Entwickler, dass diese Geschenkfunktion, also dass man einen Season 9 Battle Pass verschenken kann, dass diese mit ins Spiel reinkommen wird, ist leider jetzt nicht verfügbar. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das offiziell von einem Mitarbeiter war oder ob es nur ein Leak war. Jedenfalls, diese Funktion ist leider noch nicht im Spiel drinne, dass man hier einen Battle Pass verschenken kann. Deswegen, Freunde, wenn ihr euren Epic Games Namen unten in die Kommentare hinschreibt, werde ich euch hinzufügen und werde euch dann eine PlayStation Card zukommen lassen im Wert von 10 Euro, wo ihr euch dann den Battle Pass kaufen könnt oder halt irgendwas anderes. Ich habe eigentlich gedacht, hier wäre noch, aha, hier wäre noch einer. Der ist abgehauen. Paul Berger, mach hier nicht so Welle. Ich muss auch wirklich sagen, diese hier neue, diese Vulkan-Location, also ich denke mal, die haben sie irgendwie so gemacht, dass der Vulkan halt erstmal in Zorn gelassen wird, also dass der Vulkan kontrolliert wird, sieht hier so ein bisschen nach einer Expeditionsbasis aus. Finde ich auch eine sehr, sehr coole Location. Und wir werden auch sehen, ich habe auch einen komplett neuen Spielstil, nämlich ich werde keine Schrotflinte mehr spielen, ich werde nur noch mit MP spielen, weil meiner Meinung nach sind die MPs mittlerweile besser geworden als die Schrotflinten. Also ihr werdet sehen, Freunde, ich werde nicht eine Schrotflinte mitnehmen, weil die neuen Schrotflinten oder die neue Schrotflinte ist einfach nur Müll in-game. Jetzt ist es auch endlich passiert, Leute. Und zwar zu dem Season 8 finalen Tresor-Event gab es ja das Problem, dass einige Leute das Ganze nicht mitverfolgen konnten. Hier gab es ja dann von Epic Games eine Entschädigung. Entweder nämlich ihr erhaltet einen arkanen Gleiter. Falls ihr diesen arkanen Gleiter schon habt, erhaltet ihr als Entschädigung 1200 V-Bucks. Das war bei mir dann heute auch so gewesen, Leute. Ich habe heute am Abend meine Belohnung erhalten. Also ihr seht, den Arkan-Gleiter habe ich erhalten, aber den habe ich ja schon. Und halt dafür dann aber die 1200 V-Bucks Entschädigung. Finde ich meiner Meinung nach eine richtig, richtig geile Sache. Viele Leute haben ja darauf gewartet. Und anfangs war ja schon von mir vermutet gewesen, dass wir uns da eventuell noch mit der Season 9 drauf gedulden müssen, dass wir die Belohnung bekommen werden. Opa! Sagt, diese Shadowbomben haben echt einige Vorteile am Start. Okay, dann sind auch noch welche. Easy, schön den Kill gestealt. Das meine ich halt. Guck mal, wir waren gerade auf der Versorgungsinsel, jetzt hier schon im Big Mall Retail Row. Wir können hier weiter uns schön die Kills holen. Ah, moin.
Also müsst ihr abwarten, Freunde. Fortnite hat auch geschrieben. Oh, das ist mein Kill. Komm, Bruder. In den nächsten 76 Stunden wird jeder die Belohnung erhalten haben. Also, falls ihr am Event teilgenommen habt, werdet ihr nämlich eine Belohnung bekommen. Dann kommen wir mal zu den kleinen Secrets, die mit der Season 9 aufgespielt worden sind. Unter anderem in Junk Jackson nämlich gibt es jetzt der Glockentower von Tilted Towers, vom alten Tilted Towers, lebt nämlich weiter. Der ist nämlich jetzt im Junk Jackson zu finden. Finde ich ganz cool, dass der Schrottplatz quasi genutzt wird, um das irgendwie alles zu, wegzupacken. So ein bisschen Erinnerung. Wären da wach. Oh Gott, wir haben nichts mehr zum Bauen. Ist meiner Meinung nach eine coole Sache. Dann zusätzlich gibt es jetzt auch neue Trucks. Und zwar die Trucks wurden jetzt auch so ein bisschen in so ein Futuristic Design verwandelt. Sieht meiner Meinung nach auch ziemlich cool aus. Dann auf der Karte. Hier ist noch einer. Wo ist denn der? Oha! Oh, Bruder, ich dachte jetzt schon. Okay, da ist aber noch einer. Das war's gewesen. Er hat Glück gehabt, dass er mit seiner Pumpgun hinter dem Geländer ein bisschen besser getroffen hat. Ja, wie gesagt, dann gibt es auf der Karte noch verteilt Windräder. Diese Windräder, denke ich mal, werden in der Zukunft sogar in Betrieb genommen werden. Dass man vielleicht sogar die als irgendwie Sprungschanze nutzen kann oder dass die halt sich drehen und man dann durch die Karte rumfliegen kann. Würde mich nicht wundern. Und der Typ geht mir hier aber am meisten auf den Sack. Guck mal, lass sein. Er hat keine. Mit Schrotflinte hat er keine Chance. Er wird einfach. Hier ist noch einer mit der ganzen Geschichte weggelasert, aber ich glaube nicht, dass er weiß, dass wir hier sind. So, wir werden uns jetzt taktisches Warten. Hä, woher will er wissen, dass ich hier bin? Ja, ist so lächerlich, Bruder, die Tommy Gun, wenn die Headshot drückst, ne, also. Ich weiß nicht, die P90 macht mir sogar noch gerade ein bisschen mehr Bock, also ich würde jetzt. Ja, ich weiß nicht, grüne Tommy Gun will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Oh, Junge, 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 was passt Sweater wieder unterwegs. Aber im Endgame muss ich sagen, es leben echt immer sehr, sehr viele Leute. Kommen wir aber erst mal weiter zu den News. Und zwar unter anderem ist jetzt auch auf der Karte ein geheimer Ort aufgetaucht. Und dieser geheime Ort ist euch äußerst wichtig für die Zukunft. Nämlich hierbei handelt es sich um die Villa von John Wick. Nämlich John Wick hat in Fortnite mit der Season 9 ein eigenes Anwesen bekommen. Und dazu wird es dann auch noch zusätzlich nächste Woche, also wahrscheinlich nächste Woche, vielleicht auch ein bisschen, dauert es noch ein bisschen. Und zwar wird es hier einen neuen Limited Time Mode geben, den John Wick Limited Time Mode, der unter anderem, wo es unter anderem möglich sein wird, einen Rucksack freizuschalten, ein Emote sich freizuschalten und zusätzlich auch noch eine Tarnung sich freizuschalten. Also das wird ein Timeout. Ich werde euch mal hier die Aufgaben einblenden, was man da in diesem Timeout machen will. Und in dieser Villa von John Wick gibt es auch. Ja, Bro, da kannst du nichts machen. Da wirst du weggelasert in einer Tour, Junge. Kannst du noch Bob der Baumeister spielen, so wie du willst? Gibt's nicht. Und in dieser Villa von John Wick gibt es einen, meiner Meinung nach, cooles Easter Egg, ein cooles Versteck. Unter anderem kann man nämlich im Keller sein Waffenlager finden. Und sein Waffenlager ist uns sozusagen unter dem Boden eingelassen. Und hier sind nämlich drei Kisten versteckt, wenn man dieses zerstört. Und das ist sozusagen das Indiz, dass halt, wenn John Wick. Oh. Gefährlich hier wieder mit der Desert Eagle unterwegs. Das ist nämlich so, wenn John Wick halt Ärger, Probleme hat, dass er sich ausrüsten kann schnell mit Waffen. So ist das quasi mit den Kisten gemeint, finde ich.
meiner Meinung nach eine richtig, richtig coole Sache. Was macht der da jetzt? Ja, wir haben schlechtes. Wir können nichts machen, Freunde. Wir haben halt kein Schild. Das ist halt das Problem. Ansonsten würde ich da jetzt offensiv reingehen. Dann noch eine kleine Geschichte zu der Heldin von Neo Tilted. Nämlich. Ah, er hat keinen Bock gehabt. Ah, dicke Hits kassiert. Lol, der ist da unter der Tanne. Oh. Ja, jetzt weiß er, dass wir kein Schild haben. Lol, durch die Wand geschossen. GG. Ehrenmann, er hat Chuck dabei. Hä? Nee, Chucky Buck hier. Oh, Junge, was ein geiles Ding. Jedenfalls Tilted Towers, kleine Geschichte dazu, Freunde. Und zwar zum Event hatten wir unter anderem die Maske auf dem Schreibtisch gehabt. Und diese Maske war eine Heldin gewesen. Und diese Heldin nutzt quasi diese Kraft jetzt aus diesem Nexus-Event für Neo Tilted, um das Ganze halt mit Energie anzutreiben. Das ist halt auch gerade, wenn ihr das Ganze, ey, wenn ihr das Ganze gerade gesehen habt in Loot Lake, die Verbindung, dieses Stromkabel, was Neo Tilted sozusagen am Leben hält. Und deswegen ist auch diese Riesenstatue da, weil diese Heldin können wir verdanken, dass es diese Stadt gibt. Ehrenhaft, kann man dazu schon fast sagen. So. Endgame, leben noch einige Leute. 13 Kills ist meiner Meinung nach stabile Geschichte. Da unten ist. Na? Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat und mich snipen will. Ich hab ein bisschen Angst. Ansonsten muss ich sagen, spielt überhaupt noch jemand Pumpgun? Bruder, die Hits. Ja! Sitzen aber heute wieder. Oh, der ist mutig. Oh mein Gott. Oh. Das muss man sagen, hat er gar nicht so schlecht gemacht. Ich sehe hier nochmal. Gut auf Konter gegangen. Kleiner Funfact am Rand. Ihr seht ja überall hier gerade, wo ich es gerade auch sehe, die Zeppelins am Himmel fliegen. Und diese Zeppelins, da kann man nicht. Ah, der macht mir ganz schön Ärger, der Typ. Was ist denn der jetzt? Ah, der macht ein kleines Lagerfeuer. Dann werden wir ihn mal beim Lagerfeuer machen beobachten. Oh. Zone. So, dann können wir hier die neuen Windkanäle nutzen. Auf diese Zeppeline könnt ihr übrigens nicht landen. Ich habe es ausprobiert. Also ich habe überlegt, eine Runde hochzuladen, so auf dem Zeppelin zu gewinnen oder so. Aber es geht nicht. Also ihr könnt auf dem Zeppelin, die da oben rumfliegen, nicht landen. Ist nicht möglich. Aber es wäre auch zu krass gewesen. Also, weil da kommt ja auf normalen Weg kommt ja da niemand mehr hin, weil das halt über allem drüber ist. Und ich muss sagen, Season 9 ist jetzt gerade noch ein bisschen teilweise ein kleines bisschen schwitzig. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt die nächsten Tage so entwickelt. Ich denke mal, auch die wenigsten werden jetzt Arena zocken. Ich glaube, die meisten zocken jetzt normal Public. Aber ansonsten muss ich, wie gesagt, sagen, ziemlich cool.
ist in Ordnung. Ohne Pumpgun spiele ich jetzt halt am besten natürlich mit der blauen Drumgun. Weil ich finde einfach, das finde ich halt ein bisschen lächerlich, muss ich zugeben, dass die blaue Drumgun halt irgendwie stärker als eine Schrotflinte im Nahkampf ist. Dann macht es für mich keinen Sinn mehr, Schrotflinte zu spielen. Alles klar, Digga. Ja, genau. Er ist Lasergott. Es wird nur noch gelasert. Season 9 ist nicht die nicht nur die Season der Zukunft, sondern auch die Season der Laser. Ganz klare Geschichte hier. Nur noch alle am Lasern. Aber drei Leute leben noch. Könnte ein einfacher Win werden. Ich bin auch mal gespannt. Also wie gesagt, es wird einige Season 9 Events geben. Und ich bin mir auch, also ich bin mir wirklich zu 95% sicher, dass wir mit der Season 9, dass die Schneeregion hier verlieren werden. Also Polarpeak ist ja quasi das nächste Datum für das Live-Event wahrscheinlich. Ich habe eigentlich gedacht, im Trailer zu der Season 9 wird es soweit sein, dass wir Polarpeak verlieren, dass der Eisberg einbrechen wird. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Ich glaube, das wird halt dann wirklich in einem Live-Event stattfinden. Würde ich sogar noch cooler finden als im Trailer, meiner Meinung nach. Und das, Digga, das müssen wir unbedingt ändern, dass man in die Windkanäle reinbauen kann. Das wäre meiner Meinung nach das Beste. Oh, das war ein Jump-Pad. Ne, lassen wir mal. Irgendwo ein Sniper, lol. Zwei Leute vom Sturmer fast gerade. Oh. Ey, manchmal baut der einfach nicht. Was ist denn das? Muss ich nicht verstehen. So, zwei Power Burger. Leckere Power Burgers. Leute, guck, das ist die Drumgun, Bruder. Ich hatte 200 Leben. Er gibt mir einmal bam, bam, zwei Hits, Bruder. Kommt um die Ecke. Ah, Laser. Oh, guck mal, der ist da drinnen, nämlich. Oh, das ist ein süßer, glaube ich. Never ever. Ein kleiner Paulberger. Hallo. Was geht, Bruder? Ey. Lol. Oh, ich glaube, der hat uns verarscht, Alter. Ey, mein Schrill. Junge, was ist los mit dem? Ja, mein Ernst, Alter. Junge, 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 ich hab gedacht, jetzt wird's doch mal eng hier. Ich dachte eigentlich, es wäre ein Bummi. Der Gackergang. Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Season 9, here we go. Viele Infos, viele Neuigkeiten. Das soll's gewesen sein. Haut rein, kauft ihr einen Standard School OL als Itemshop, Leute. Wenn ihr was gewinnen wollt, eintragen. Unten in die Kommentare eure Epic Games Namen reinschreiben. Haut rein, kauft einen